Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder. Dieses Mal die Katrin zuerst, die kleine Katrin, der dicke Papa. Wir machen ja unsere tolle Serie mit Gerichten und, ja, wie soll ich sagen, Produkten vom Weihnachtsmarkt. Und heute gibt es mal nichts zu essen, sondern es gibt was zu trinken, gell? Ja. Was machen wir? Kein Glühwein. Nee, Glühgin. Glühgin. Warum glühen der? Machen wir den warm oder was? Ja, also den Gin nicht, aber alles andere. Und der Gin bleibt kalt und dann kommt was oben drauf. Ich bin total gespannt. Glühgin, total geil. Ihr könnt euch richtig ein in die Binde kippen mit dem Zeug. Fang an, was machen wir? Wir machen Apfelsaft hier rein. Apfelsaft. Machst du mal einen halben Liter rein? Halben Liter? Ja. Ungefähr, oder was? Ja. Okay, warte, ich mach. Sorry. Ich habe hier eine Orange. Nein, nehmen wir einfach hier so ein Apfelsaftkonzentrat oder Direktsaft oder kannst du nehmen, was du willst, ja? Ja. Ein halbes Liter wäre quasi so ein halbes Päckchen, sehe ich das richtig? Ja. Dann ist das jetzt ein halbes Päckchen. Gut, dann schneiden wir so eine Orange. Bio-Orange, Bio-Zitrone, ne? Wenn wir die Schale mitbenutzen, das wisst ihr. Weil alles andere ist gewachsen und so, da sind Sachen dran und das hat da keiner Bock drauf, ne? Und immer nochmal waschen vorher. Trotzdem, ja. Weil die sind so ein bisschen eingeschmiert außen, damit die im Supermarkt besser aussehen. Ja, boah, das sieht ja jetzt schon aus wie Sangria. Dann schmeißen wir da ein bisschen Zimt rein. Zimt als Stange? Ja. Geht auch Pulver oder? Der ist schon da hinten rum. Ja. Das ist so geil, ne? Ja. Dann ein paar Nelken. Boah, ey, wie das. Also, gell. Warum sind es sind immer. Ja, es ist total hübsch. Und vor allem sind es immer dieselben Aromen, die man da nimmt, ne? Ja. Boah, diese Sterne, die sind aber auch wunderschön. Guck dir die mal an. Ne? Ja? Super geil. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie eine Schweineeimer. Und ein bisschen Vanille machen wir auch noch rein. Vanille. Vanille könnte man jetzt Schote reinschmeißen auch, ne? Man kann auch ein Päckchen Vanillezucker noch reinschmeißen. Vanillezucker würde auch gehen. Ich finde halt den Apfelsaft schon so süß. Ja, deswegen. Wir haben halt so ein geiles, jemand hat es für uns schon ausgekratzt, weil das irgendwie bei der Vielzahl von Vanillen, die wir so brauchen, ist dann halt viel Nille und wenig Fahr. Und dann, ja. Und jetzt aufstellen. Auf den Herd. Ja. Kochen oder was? Ich würde sagen, einmal aufkochen, ein bisschen ziehen lassen. Mhm. Wäre jetzt was, das aber tatsächlich, also weil es ja Glühgin ist, kommt warm da drauf, ne? Ja. Okay. Gin ist halt, wir haben jetzt bewusst uns mal dazu entschieden, keine Ginflasche in die Kamera zu halten, weil da gibt es ja echt unterschiedlichste Sachen. Ich sag mal so, nehmt da ein Produkt, wo es jetzt nicht so schade drum ist, wenn ihr da hier so eine Gewürzbombe oben drauf schüttet. Ne? Ja. Das kann irgendwie gut im mittleren Preissegment was sein. Ein Gin, der nicht so aneckt, weißt du, der nicht irgendwie. Der nicht nochmal speziell geflavored ist, auf jeden Fall. Genau. Ja, also einfach ein gutes Grundprodukt nehmen, da gibt es auch keinen Schädel am nächsten Tag. Ja. Wir kochen das jetzt auf und dann zeigen wir euch gleich, wie das weitergeht. Katrin, es kocht vor sich hin. Ja. Es riecht, also Weihnachten pur. Jetzt hast du eben probiert, ist noch ein bisschen auf der sauren Seite jetzt. Ja, ne? Und das heißt, brauchen wir Zitrone und so. Ja, Zitrone, Orange. Machen wir ein bisschen Zucker dazu. Ja. Das darf schon süß sein, ne? Und knallen muss es ja auch. Also. Ja. Nehmen wir zwei fette Esslöffel rein, sagst du? Zwei. Drei? Ja, Diabetes muss man sich verdienen. Ja, das stimmt. Ja, also, es soll schon ein bisschen auf der süßen Seite sein, ne? Einfach damit das. Kommt aber auch immer auf den Apfelsaft drauf an. Jeder Apfelsaft hat eine unterschiedliche Süße. Da muss man einfach gucken, was man hat und es nach Geschmack machen. Einfach ausprobieren, je nachdem, wie die Zitrone abgeht, wie groß die Zitrone ist und so. Ja, machen wir. Ist ja noch kein Gin drin. Oh. Dann darfst du. Nee. Ah, oh, das schmeckt. Ist gut? Das schmeckt. Mhm. Okay, das muss man jetzt aber auch nicht mehr großartig einreduzieren lassen, sonst ist es dann eigentlich jetzt fertig. Ne? Ja, dann. Man kann es noch ein bisschen ziehen lassen, dass die Aromen von den Gewürzen noch krasser rauskommen. Ja. Aber das geht schon so. Long Drink Glas? Ja? Ja. Und wie gesagt, Gin haben wir jetzt nicht aus der Flasche, sondern den haben wir vorher abgefüllt, weil wir euch nicht vorgeben wollen, was ihr da für einen Gin nehmen sollt. Da dürft ihr das nehmen, wo ihr Bock drauf habt. Du kriegst das. Ich krieg das Kleine. So, füllst du auf? Ja, Schüttrand. Wie viel denn? Schon bis oben, oder was? Kriegen wir das ganze Gemüse im Topf bleibt und die Nelken. Schwierig. Ihr könnt es natürlich auch durch ein Sieb schütten. Ja, Sieb kann ja jeder. Es hat aber jetzt auch schon eine geile Farbe, ne? Ja. Ich muss noch die Nelke hier raus angeln. Das ist mein Glas. Nee, das ist doch das Seins, oder? Ja. Yeah. Muss mehr Gin drin? Hier ist weniger drin. Dann ist das dein Glas. Ist das nicht zu heiß jetzt, oder? Ich würde ein bisschen umrühren, dass sich dieser Gin vermischt. Ja. Ich glaube, wenn man das so reintröpfeln lässt, wie ich gerade. Okay, das Ziel, man könnte das tatsächlich aber auch in der Tasse machen, oder? So eine Glühweintasse. Aber ich bin ein Mensch, ich kann nichts aus Tasse trinken. Weder Kakao noch Kaffee. Ach so, ich habe einfach so ein Porzellanproblem. Ich bin voll der Tassentyp auf jeden Fall. Ich trinke alles aus dem Glas. Ja. Ich hoffe, es ist lecker. Super heiß ist es auf jeden Fall. Ja, Leute, Glühgin, ihr habt gesehen, was alles drin ist.
Wir trinken auf euch, wir freuen uns. Lasst uns auf jeden Fall hier ein Abo da, macht super geil Kommentare drunter, macht Daumen nach oben. Ganz wichtig, ihr findet unten unseren Hashtag. Wenn ihr das nachmacht, macht ein Instagram-Foto, postet den Hashtag dazu und ganz am Ende von unserer Serie von 24 Weihnachtsmarkt-Dingen werdet ihr, wenn wir den, der irgendwie die schönsten, die meisten, die bummsten, keine Ahnung was, die geilsten Sachen gemacht hat, der kriegt von uns ein super geiles Paket von der Kochwerkstatt und das Marial 82 und keine Ahnung, irgendwas Geiles halt auf jeden Fall. Die schönsten Socken gestrickt. Die schönsten Socken gestrickt. Jawohl, Katrin, renn damit! Scheiße, ich hasse Gin, aber das ist geil. Oh Mann, ey. Ey, wir sind raus, lass uns alleine saufen hier. Tschüss.